Hello, hallo, buenos dias, willkommen. Heute geht's weiter mit Eco auf dem eigenen Server. Welt wird betreten. Da haben wir gleich den richtigen. Headshot. Minus 3 Heidelbeeren. Ich glaube, da muss ich welche pflanzen. Zwei Weizen, der ist tot. Das ist tot. Das ist tot. Zwei. So ein paar Sachen wachsen ja trotzdem, obwohl die nicht 100% hier geeignet sind. Sogar noch ein wilder Kürbis. Neun Rüben, cool. Nochmal neun Rüben. Ich habe immer noch keine weiteren Pflanzenfasern. Warum das?
bisschen Rasen mähen hier in meiner Baumschule. Der jetzt hier, der Bodenprüfer. Dann dürfen wir vielleicht bloß alle vier einsetzen. Machen wir hier einen rein. Wenn er mal sagt, very overcrowded. Okay, pflanzen wir mal neu an. Machen wir die alle weg. Den auch weg. Und den auch weg. Dann setzen wir ja Mais hin.
Mensch, ist er duster hier. Noch pflanzen, so eine Zwiebeln hier. Und hier vielleicht noch mal so eine Zwiebeln. Hat auch so viel Platz, ey. Gibt's sowas? Irgendwas stimmt doch damit nicht. Tomato-Samen. Ja. Na, immer vertippe ich mich hier. Open. Ja. Nickel lege ich hier erstmal rein.
kochen wir noch was. Eo, Nachtigall. Willkommen. Just right, congrats all. Weizenbrei brauche ich auch Heidelbeeren für. Wir grillen noch ein paar Rüben. Gebratene Tomaten hauen wir auch noch an. Und das geht leider nicht wegen zu wenig Farn und zu wenig Heidelbeeren. Ich da denn einen Tag 9 Stunden bei aktueller XP-Rate. Dann essen wir mal was. Dass die XP-Rate irgendwie anders wird. Magen ist voll. Ja gut, dann schmeiß ich mein Korn hier rein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nehmen wir mal ein bisschen Holz mit, meine Sachen reparieren. Der Bogen braucht Holz, die Schippe braucht auch Holz, das Ding braucht Stein. Den Bruchstein. Attila, willkommen. Das Holz. Gut. Rennofen könnte was rein, ne? So. Mal gucken, wo pflanzen wir die Rüben ein. Hier
Hier so. Da nochmal. Keine Ahnung. Einfach mal probieren. Alter. Haust du ab. Husch. Sollte ich die zweite Reihe mal wegmachen, dass wir noch Platz haben, die Bäume. Dürfte denn da keiner stehen? Wir lassen das erstmal wachsen. Lassen erstmal ein paar Sachen hier. Jetzt habe ich dann keine Pfeile mehr. Pfeile nehmen wir mit. Das Ding lassen wir hier. Hammer brauchen wir nicht, das lassen wir. Okay. Vielleicht noch was zu essen mitnehmen. Haben wir irgendwas, was Carbs und Fett hat? Wahrscheinlich nicht, ne? Die Achtergaben. Die werden wir mal mitnehmen. Jetzt habe ich hier nicht irgendwo Kaktus gepflanzt. Was ist denn hier los? Ist das hier ein Naturschutzgebiet? Husch, weg. Haben wir schon mal Kaktusfrüchte. Weil das hier nur eine Agave. Wo ich die mal hacken sollte. Zwei Agavenblätter. Frei, hat die sich auch ein bisschen Platz haben. So. Kann das weiter wachsen und gedeihen? Hau ab! Psch. Die fordern einen ja richtig dazu auf. Die Viechers.
Und wieder so ein möchte gern Typ, der denkt, er macht Musik. Einfach nur armselig. So. Agave. Wo packen wir die rein? Hier ist voll. Und hier rein. Okay. Dann reparieren wir die Sachen nochmal. Da braucht Stein. Hat auch, okay. Schippe. Halt. Kack noch. Hat in der Tasche. Wir können ja mal runter gucken. Zeigt uns denn, wie lange Tanja da noch geschuftet hat. Gucken wir mal. Da jetzt reinspringe, komme ich nie wieder raus, ne? Nee, wenn ich da jetzt reinspringe, komme ich nie wieder raus. Das lassen wir mal. Ich würde mal gucken, was die Blaubeeren machen. Vielleicht noch ein paar Blaubeersamen mitnehmen. Das wäre eine Idee, dass ich noch ein paar pflanze. Da wo das Biom auch ist. Das wäre eine Idee. Ich nehme mal 10 oder so mit. Von dem Blaubeersamen. Alter, was hast du denn für Probleme? Du frisst dann meinen frisch gepflanzten? Ich drehe hier total durch.
Gibt ja ja nicht. Drehst dich einmal um. So wie so ein Kanickel. Meter, ist das denn nicht schneller, wenn ich die Richtung nehme? Klar, ne? Ich denke schon. Da müssen wir nicht springen über die ganzen. Sachen. Zumindest nicht über so viele. Hier ist Tomatenland, ey. Ja, Tomaten brauchen wir nicht. Haben wir so viele von. Juckerwurzel oder wie die heißt, oder Tau, ne, Pflanzensamen und das auch Pflanzensamen und das Tarotwurzel. Okay, haben wir mittlerweile auch so viele. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Schauen mal, dass wir da hinkommen. Und dichtes Gebüsch ist aber auch nicht immer optimal. Sieht man wenig. Möglichst nicht versuchen zu laufen. Dann verbraucht man noch nicht so viele Rohstoffe, Kalorien. Meter und 100 Meter. Heidelbeeren, ich sehe Heidelbeeren und fahren. Schon mal wieder ein bisschen freiräumen hier. Sugar, willkommen. Hi.
Was bauen, ne? Ein bisschen freiräumen hier. Pflanzen wir da noch einen Heidelbeerbusch. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann, in dem Biom, wo die wachsen, einfach noch welche anpflanzen. Und weg, schon wieder so eine Gedichterzähler. Sense kaputt. So, 7. Was da denn den nächsten Pflanzen? Denn hier noch ein und hier noch ein, da noch ein, da noch ein. Ich denke, sind wir schon auf einem guten Weg mit den ganzen Heidelbeeren. Da in 90 Meter haben wir noch eine Stelle. Gucken wir uns das nochmal an. Ist ja auch duster hier, ey. Vielleicht müsste man ja noch Farn neu pflanzen hier. Also der wächst ja auch selber. Wenn ich jetzt die Prärielilien hier ausgrabe, dann habe ich 8 davon, okay.
Kein Platz im Inventory. Ach du meine Güte. Jetzt müssen wir einen Trick anwenden. Machen wir hier genau. Pflanzen wir die da. So. So. Dann haben wir noch einen, der war hier weiter oben. Okay. Von dem Fahren haben wir eigentlich ganz schön viel. Kommen hier. Kann ich nicht sammeln. Oh, das hier ist denn sozusagen eine tote Stelle jetzt. Hier gibt es keine. Wenn wir die 10 Bohnen mal nehmen. Mehr finden wir hier nicht, außer die paar Bohnen, ne? Aber trotzdem werden wir den hier mal umbenennen. Dann haben wir da nämlich einen Platz, wo wir die Bohnen pflanzen können.
können ja so ein Chatspiel starten, wenn hier um Täter jemand ist. Immer flussabwärts, dann geht's ja Richtung Meer. Außer das ist ein See und das geht hier nicht weiter. Okay, ist doch kein See. Hier nicht noch weiter irgendwo? Nee. Ach, da denn, okay. Hallo, hoch, weiter. Ein Boot wäre doch total toll. Müssen wir noch 3 Runden um den Hirsch rumlaufen und noch ein bisschen Kalorien verbrauchen. Dann kann ich nämlich die letzte Agave essen. Na, noch nicht.
3738. Mal ein bisschen hin und her laufen. So, kann ich jetzt die Agave essen? Immer noch nicht. 350 Kalorien. Ein paar muss ich noch verbraten. Jetzt. Ja, nochmal. Nochmal einmal hin und zurücklaufen. Jetzt sollte es gehen. Genau. Na, jetzt ein Platz frei. Laden wir den Hirsch hier ab. Die anderen Sachen kommen in eine Kiste. Blaubeeren haben wir jetzt auch genug. Cool, cool, cool. Da Rosam. Dazu muss ja jetzt die Samenkiste sein. Dann tun wir das da rein, die Samen hierzu. Da draußen male ich was, die kommen darauf. Da draußen male ich was, hier stelle ich Samen von her. Gut, gut, gut. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit zum Reparieren. So. Hallo. So.
Ich war schon bei den Heidelbeeren und habe da noch ein paar gepflanzt. Die Bohnen, die kann ich gar nicht direkt. Die muss ich direkt pflanzen. Die Bohnen, da gibt es gar keine Bohnensamen. Okay. Okay. Gut zu wissen. Dann male ich ein bisschen. Die Weizen kann ich nicht malen. Was geht denn hier? Doch, da. Kommt denn Mehl raus? Okay. Hier rennen die Karnickel durch die Gegend, das gibt es doch gar nicht. Die fressen mir alle meine Saat weg. Irgendwie müssen wir uns da Gedanken machen wegen einem Zaun oder sowas, damit die Viecher hier nicht mehr rankommen. Sophie. Kicher, wie ich hier schon abgeknallt habe. Unmöglich. Jetzt habe ich den Scheiß auch noch vergessen wegzubringen. Ah, okay. Alles gut, jeder wie er kann. Wenn du keine Zeit hast, hast du keine Zeit, ist auch völlig okay. Also mit der Baumschule hat funktioniert eher schlecht als recht. Also irgendwie wachsen die Bäume ja nicht vernünftig. Ganz komisch. Hier irgendwo noch ein Karnickel reingetan, dann tue ich gleich noch ein zweites dazu.
werde mal noch so eine Rübensamen herstellen am besten. Die finde ich ziemlich selten. Die scheinen noch bei uns ganz gut zu wachsen. Ich habe hier schon wieder so viel Pflanzenfasern gefarmt, weil ich die Dings hier frei gemacht habe, die Heidelbeeren. So. Dann wollte ich noch mal ein bisschen Agaven holen. Die wachsen ja da drüben. Noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Kann man da mitnehmen. Am besten eine Strohe, ne? Fünf Fleisch. Der Rucksack voll. Ich glaube, fünf Fleisch ist auch zu übertrieben. Nehmen wir noch drei wieder raus. Zwei Fleisch. Bin ich bloß unsicher, welche das waren. War das diese Insel? Ach nee, das war eine dahinter. Schon wieder Tomaten. Ich kann Tomaten schon gar nicht mehr sehen. Ey. Da drüben war das Biom, genau. Und hier gibt es ja dann die Agaven und so. Weil die sind so zum Essen eigentlich auch gar nicht schlecht. Die drei lassen wir mal stehen. Oder die Agaven ein bisschen dichter zusammenstehen. Da pflücken wir welche raus. Die hier vielleicht. Und da stehen so viele nebeneinander. Vielleicht noch die zwei hier rausnehmen. Nicht reif genug zum Ernten. Dein Ernst?
Pflanzen wir da noch eine an. Stehen viel zu dicht. Machen wir ein paar raus. Machen wir die hier raus. Pflanzenfasern kriegen wir überall anders her. Da brauchen wir die. Den Kakteen hier nicht. Hier könnte man aber noch ein paar pflanzen, ne? Das Biom dann auch schon zu Ende. Okay. Die anderen vier Samen, die werde ich mal bei uns pflanzen. Ich glaube, ich schmeiß dann gleich mal die Suchmaschine an. Wie man hier in Eco den Beruf verlernt. Könnte man nämlich die Experience Points woanders hinstecken. Speziell das mit dem Holz, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr so krass, weil wir jetzt nicht mehr so viel mit Holz bauen. Das könnte ich, denke ich, mal verlieren. Hier hatte ich die ganzen Sachen angepflanzt, ne? Haben wir hier noch irgendwo Platz? Klar, haben wir.
Machen wir uns Platz. Weg hier, weg hier, weg hier. Joint 4 Seed. Gute Frage, was das ist. Kommt in diese Pflanzenkiste ganz hinten irgendwo hin. Brauchen wir ja nicht. Wirklich. Höchstens so als Samenbank, um die Arterhaltung zu machen. 7. Wir pflanzen hier eine Agave. Da noch eine Agave. Wir haben ja bloß 4 Samen. Und da noch eine. Dann haben wir auch was in der Nähe und das ist ja eigentlich das Wüstenbiom hier. Genau. So, dann haben wir wenigstens schon mal wieder Agaven. Ah, Moment. Das passt hier nicht mehr so rein, wie wir dachten. Hier haben wir die Kaktusfrüchte. Den Reis, den können wir hier mit reinlegen, der gehört ja hier rein. So. Und was hat? Der hat diese Rübensamen fertig. Gut. Machen wir die Sense noch heil. So. Der macht den Kalorienverbrauch. Okay, aber wie kann man das wieder verlernen? Also rechts, links klicken geht hier nicht.
Googeln wir mal, ne? Eco-Beruf verlernen. Wählen Sie bei den zwei kostenlosen Spezialisierungen am Anfang beispielsweise Digging, erhalten Sie eine Schaufel. Danach können Sie den Beruf wieder verlernen. Die Schaufel behalten Sie aber. Bloß wie? Ich schreibe bloß. Beruf wieder verlernen. Diskussion. Ach Gottchen, das ist seit dem Update 8.0 nicht mehr möglich. Ach du Scheiße, seit 8.0 kann man gar nichts mehr verlernen. Okay, das wusste ich nicht. Den müssen wir uns damit anfreunden, ne? Gibt es hier irgendwie Möglichkeiten, dass ich mir noch so eine Spitzhacke zum Beispiel bauen könnte? Ist es ja egal, ob man den gelernt hat oder nicht, den Beruf, dann kann man ja so irgendwie noch was machen. Spitzhacke könnte man sich bauen, okay. Okay. Kann ich zumindest auch helfen, wenn irgendwas zu hacken gibt. Wenn ich da jetzt reinspringe, komme ich doch nie wieder raus. Außerdem höre ich, dass hier auf der anderen Seite gearbeitet wird. Mal gucken.
Hier. Sandstein am Holen, okay. Wie sieht denn der aus, der Sandstein? Ist das so ein rötlicher? Da hinten kommen Geräusche her. Der rote da vorne. Er ist ja auch mit Eisenbein, ne? Ach, das ist das, wo ich zum Mond geflogen bin. Der Wagen ist voll. Geh mal los, meinen holen. Ist hier irgendwo eine Rampe? Nee, ne? Hack mal weiter klein, ich hol meinen Wagen. Können wir den auch noch voll machen? Ja, schade, ich dachte, man kann sich da noch irgendwie mit Funken zurücksetzen. Das geht wohl nicht. Ach so, ich habe dir was mitgebracht. Ich schmeiß das hier ins Lager, ne? Du hungrig bist oder so von der ganzen Arbeit.
Schnapp, schnapp. Alles eingepackt. Schon 20 wieder voll. Gibt es da ein bestimmtes Lager, wo das rein soll, dann kann ich da schon mal einen Wagen hinbringen. Ach, er hat sich selber schon rausgenommen, okay. Ja, muss ich mal gucken. Ich glaube, der ist nicht verbunden. Mal gucken, Steinmetztisch, der hier, ne? Sonst noch verbunden? Nicht. Vielleicht das nächste Mal. Ich ziehe das erstmal alles so rüber.
Dein Wagen ist auch schon leer, ne? Diese Zahl als solches ist ja wirklich nervig, ey. Download. Was ist denn hier schon alles ausgehöhlt? Kalkstein? Brauchen wir auch Kalkstein? Hier war da auch Sandstein hier oben drauf, oder? Haben wir hier nicht nach Eisen gesucht? Hier oben drauf liegt sogar noch ein Sandstein. Aber das war bloß die Oberfläche, okay? Hier ist noch ein bisschen Sandstein. Hier oben in der Ecke. Kalkstein sind deine Ziegel, okay? Unimin Pro Miner, yes. Guess the number is still active. You can guess if you like. No one wants to win, so you can. Yes, you can.
Hi, Prinz Arnold. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Ist ja. Man quält sich so vor sich hin, weil man ja beschränkte Mittel hat, ne? Also, siehst du hier unten links, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 Berufe oder 4 davon. Einmal ist das Überleben. 4 Berufe. Das kann man noch prima aufteilen auf die Leute. War hier nicht irgendwo noch so ein Limestone-Zeug? Oder so ein rotes Zeug habe ich doch irgendwo hier auch gesehen. Hier sind zwar keine Zombies, die uns essen wollen, aber ein böser Asteroid, der auf uns runterstürzen möchte. Das ist ja Kilometer entfernt. Ach Mist, da komme ich nicht hoch. Mit meinem Wagen. Das mag so richtig sein, ja. War hier hinten nicht irgendwo? Da ist doch so was. Ist natürlich Kilometer entfernt. Hätte ich mal ein Lager mitbringen sollen. Ich brauche mehr Straßen, ja. Wer soll die bauen? Wir haben ja schon zu tun, erstmal eine Wohnung und einen Platz für die Schmelze zu bauen. Wenn man sich dann um alles selber kümmern muss, ist nicht ganz so einfach, ne? Ist halt auf mehr Spieler ausgelegt. Ist nicht ganz so einfach. Aber müssen wir ja irgendwie hinkriegen. Geht schon. Ach, das ist ja alles Metall hier oder was? Ist auch alles Metall. Limestone, Sandstein, nicht Eisen. Ja, das ist richtig. So eine Straße wäre echt eine Maßnahme. Das muss ja dann quer durchgehen, ne? Von hier aus quer durch bis zur Stadt. Das wäre dann schon sinnvoll. Als wenn man jetzt ringsrum noch fährt und kilometerweiten Umweg. Wir haben ja noch keinen Motor oder sowas. Da ist alles noch per Hand. Eisen auch mitbringen. Verdammt. Ja, Sir, verstanden. Eisen auch mitbringen. Dann sammeln wir das Eisen mit.
Eisen. Ja, viel Krieg nicht mehr mit. Let me see. You guess it right. Meine vorerst neue Karre, die ist bestimmt doch breiter, dass ich nicht mehr überall lang komme, ne? Weil mit der Karre hatte ich jetzt schon leichte Probleme, da hinzukommen. Oh, das ist Eisen. Zack. Hey, wake up. Null Problemo, Mr. Cool Miner. Pro Miner. You are welcome. So, haben wir noch irgendwo? Da ist noch. Noch ein bisschen Eisen finden. Wo ist hier noch Eisen? Ist das hier auch Eisen? Das sieht auch nach Eisen aus. 20. Da ist der Asteroid. Arnold, 51 Tage noch. Dann ist Impact. Oh, mein Haus bietet jetzt Fertigkeitspunkte plus 4. Bathroom 2. Holzlatrine bringt mir 2. Cool, cool. Der Raum für mein Klo ist gerade fertig geworden. So. Not able to move? Was? Hier ist doch noch Platz. Ach nein, 1391 von 1400. Okay. Dann ist jetzt full. Oh wait. Dann mache ich mir gleich ein bisschen Platz. Ja, ist gerade am Horizont verschwunden. Sonst könnte ich ihn normal zeigen, aber... Ich denke mal, bald kommt er denn da wieder. Der zieht immer so die Kreise. Hello, Valera. Welcome. Okay. Ja, kein Problem. Prinz Arnold, ich bin froh, dass du überhaupt hier bist. Dafür allein bin ich schon dankbar. Ich erwartete noch nicht immer gleich eine Antwort. Ich kenne das ja selber. Dann ist man so halb AFK irgendwo noch anders unterwegs. Mache ich ja selber. Wenn ich den Stream offen habe, habe ich meistens noch auf dem Monitor ein zweites Fenster. Da surfe ich rum und mache und tue. Wenn du selber nicht am Zombie sterben bist, ne, dann. Wir starten mal eine neue Prediction. Das war No. Follower von Twitter, Fragezeichen, Safe, Open.
Ja, hat Vor- und Nachteile, wenn man dazu auf einen lokalen Rechner zockt, ne? Einerseits läuft denn die Zeit nur weiter, wenn du wirklich anmachst das Spiel, ne? Und andererseits bist du denn darauf angewiesen, dass denn der andere, der den Host macht, immer da ist, ne? Kann bestimmt gleich vor Hunger nicht mehr arbeiten. Schnell noch alles frei machen hier. Jetzt bin ich zu hungrig zum Arbeiten. Und ich habe nicht gedacht, ich muss noch die Karre ziehen. Nein! Zu hungrig zum Schubkarre ziehen. Ich drehe durch. Ich drehe total am Rad. Gibt's denn sowas? Lege ich erstmal meine Steine hier ab. So. Ich glaube, da hinten waren irgendwie Papayas oder so. Dann ernte ich mir da erstmal ein paar Papayas und esse davon was. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Hinten, ich sehe schon die vollen Papaya-Bäume. Die muss ich doch ernten können, oder? Zehn Papaya. Weil ohne Essen ist immer schlecht arbeiten, ne? So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was im Magen. Wunderbar. Schildkrötenpopulation wächst auch wieder und gedeiht. Ich habe extra nicht alle umgebracht, die ich hier gesehen hatte, damit dann das auch nicht ausgerottet wird, diese Spezies. Muss man noch aufpassen. Alles welche sammelt so. Weiter geht's auf Richtung Heimat. Das ist nämlich wichtig, ob man hier durch Grasbüschel läuft oder nicht. Hier 0,8 Speed, das klaut mir immer ein bisschen Speed, wenn ich durch Gras laufe. Und hier wird's jetzt fast noch am heikelsten. Verdammt. Dieses Drecksalalzeug, das kostet mich am meisten Speed. Halt. Falsche Sense. Das haben sie auch ganz cool gemacht. Wenn dein Werkzeug abgenutzt ist, dann kannst du damit zwar weiter arbeiten, aber du verbrauchst fünfmal so viel Kalorien wie sonst. Also anstatt 10 wie jetzt eben, hätte ich 50 gebraucht. Pro Schlag, ne? Und ich glaube, ich habe nur 500 oder 1000 Kalorien momentan. Da macht das schon einen Unterschied, ob du 5-mal sensen kannst mit einmal 50 Kalorien oder ob du bloß einmal sensen kannst. Deswegen habe ich 2 Steinsensen bei. Die eine kaputt ist, kann ich die andere nehmen und dann später beide reparieren. Um meinen Weg freischaufeln hier. Genau, da kann ich dann so rum.
Und wenn man da nicht drauf achtet, ne, dann sensst du mit der kaputten Sense immer weiter und wunderst dich, warum mit mal dein Essen weg ist, ne? Wenn du Spei hast, dann stehst du erstmal da. Du kannst zwar noch laufen und auch springen und so, ne, aber du kannst keine Arbeiten mehr verrichten. Und wenn du mit der Karre unterwegs bist, so wie ich eben, kannst du nicht die Karre ziehen. Ich habe ja die Karre gerade hinter mir, ziehe ich ja gerade hinterher. Dum, dum, dum. Da ist er. Guck, da ist der Asteroid wieder. 51 Tage, 37 Minuten und 8 Sekunden. Sieht man zwar jetzt ein bisschen schlechter. Aber ich denke mal, es hängt doch davon ab, wie viele Wolken sind und sonst war der schon mal tiefer. Wo ich das Gefühl hatte, der kracht nicht in 51 Tagen, der kracht in 10 Tagen auf uns runter. Ich glaube, das war nachts, wo der besser zu sehen war. Ja, ja. Du schreibst es ja gerade. Ja, ja, nachts sieht man den besser. Und hier, guck, so viel zum Thema Schilder und so, ne? Und diese Visual Inventory ist auch cool. Also hier liegt wirklich sehr viel Holz im Lager. Und hier in den Kisten sind dann andere Sachen drin. Und wenn hier Stein drin liegt im Lager, dann sieht man das auch. Hier hinten zum Beispiel haben wir Erdlager, mehrere Erdlager hinten geradezu. Da sieht man richtig, wie viel Erde da drin ist. Und da wächst schon Gras oben drauf. Na, warte mal kurz, ich muss die Viecher mal vertreiben. Das hier ist mein Garten, wo ich mein Essen züchte. Oder apropos vertreiben. Willst du auch stehen? Gibt nicht. Leg dich mal wieder hin. Leg dich mal wieder hin. Ich grill dich denn später und ess dich. Ach, ich kann die Schippe nicht in der Hand nehmen, weil ich Ohren in der Hand habe. Ich trage ja hier noch 20 Eisenerz vor mir her. Deswegen kann ich gerade keine Schippe in der Hand nehmen. Ja, kann man überall Schilder ranbauen. Da bastelt Tanja gerade an meiner Wohnung. Mein Klo ist fertig. Muss bloß mal gucken, wo ich das hin tue. Lass mich durch. Ah, Hilfe. Der Steintisch, der hat schon wieder nicht aus meiner Karre was rausgenommen. Blöder Steintisch. Obwohl der Haken da drin ist. Und den verschiebt er bloß einmal 20 immer. Nee, vorhin hat das schon mal funktioniert.
mit Tanja hier am Wagen. Bin ich hier hingelaufen und direkt vor der Tür habe ich reingeguckt, da war der Wagen schon leer. Da hat sich der Tisch das selbst genommen gehabt. Ganz komisch. Hier liegt ja auch schon Stein. Ach, das ist schon fertiger. Und von hier aus komme ich nicht an meine Karre. Das ist so wieder so typisch. Die ist so weit weg. Und das ist mein neuer Wagen. Ja. Das macht er normalerweise auch. Aber frag mich nicht, warum. Hat er nicht. Du brauchst ihn bloß in der Nähe hinlaufen und dann nimmt er sich das alleine raus. Pack das erstmal hier so rein. So. Dann schiebe ich meine Schubkarre noch ein Stückchen weg hier, dass sie nicht mitten im Weg rumsteht. Also ich habe 1400 Kilo und die andere hat 2000 Kilo. Ja, das ist schon ein Unterschied. Schiebe ich mal hier so hin. Oh, jetzt habe ich kein Metall mehr in der Tasche. Ich dachte, der Dreh ist schlauer und haut den erstmal ab. Weg. Pflanzen wir noch die Rübensamen hier hin. Hier ist Erde drin gelagert in dem Lager hier. Und das sieht man denn auch richtig hier. Alles voller Erde. Das sieht man denn auch richtig, da ist sogar schon oben drauf Gras gewachsen. Hier genauso. Da ist auch Erde drin gelagert im Lager. Und oben drauf Gras gewachsen. Teil ist aber Lehm. Ja. Und du bist einmal beanspruchen. Lass mich schauen. Okay, Schubkarre war für dich rot. Warte mal. Okay. Ich muss erstmal kurz nach zum Urkunden suchen. Irgendwo hatten wir hier Urkunden liegen, weil ich habe ein paar Urkunden verbraucht, um den Garten zu claimen. Jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Ich muss erstmal hier reinlaufen. Wo du bist, claimen. Da hinten, okay. Erledigt.
Farbe ist bloß zum Darstellen, welche wem was gehört und so. Gut, dann packen wir das Zeug zurück. Weiß zwar nicht mehr, wo ich das her habe, aber packen wir einfach da zurück. Truhe für kaputtes Werkzeug oder so. Dann noch die Sense reparieren. Oh, meine Spitzhacke auch noch reparieren. Kannst die Front zumachen? Ja. Mach wie du denkst. So, meine Pflanzenfasern hier noch abliefern. Bei unserem Schneidertisch. Weil ich nicht so viel im Inventar mit mir rumschleppe. Da sind noch Pflanzenfasern. Doch hier schon Karnickel reingetan. Da zwei Karnickel. Dann packen wir die drei Wölfe noch dazu. Papaya, Papaya. Papaya hatte ich doch auch irgendwo hier. Kann er die drei Wölfe und die zwei Hasen grillen. So, dann haben wir hier eine Kiste mit fertigem Essen. Was brauchen wir? Wir brauchen Carbs und Proteine. Das gibt viele Carbs, okay. Vitamine haben wir ja genug. Ist halbwegs ausgeglichen. Nehme ich noch zwei Fleisch mit oder drei? Drei Fleisch macht sich ganz gut. Genau. Und hänge ich fest. Lost in old ways.
Nee, negativ. Guckst du hier im Stream? Mein Inventar ist offen. Ich habe noch was zu essen bei. Die Pflanzenfasern habe ich da beim Schneider reingeschmissen. Und hier im Inventar unten in der Schnellleiste habe ich das auch nicht. Alles abgelegt. Hey, gibt's denn sowas? Ich habe hier gerade freigeräumt und jetzt steht hier ein Baum. Rotzfrech stellt sich der Baum da einfach hin. Wird ausgegraben. Kenne ich nicht. Ich glaube, ich mache den hier auch erstmal ein bisschen klar Schiff, dass ich hier durchkomme ordentlich. Jedes Mal, wenn ich hier durchlaufe, klaut mir das Speed. Aus den Pflanzenfasern können wir ja den Rucksack bauen oder sowas. So, denke mal, da kommt man dann schon halbwegs gut durch. Ohne festhängen zu bleiben. Wo das hier doch recht schmal ist. Mist, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte eigentlich ein Lager mit hinten nehmen.
Aber egal. Sammelt. Oh ja, hier. Jetzt sieht man den fast richtig. Da denkst du, der schlägt gleich ein. So groß ist der. In der Nacht ist der auch deutlich klarer zu erkennen gewesen. Ne? Ist ja jetzt gerade Nacht, da oben ist der Mond. Von 2000, da passt noch eine Menge rein. Und kommt wohl bald das 0.9 Update. Wir sind momentan bei 0.83 oder so. Kommt bald das 0.9 Update und dann soll wohl mit Verfassung irgendwas gehen. Also ein richtig Regierungssystem, damit man dann mit mehreren Leuten dann auch eine Verfassung verabschieden kann und bla. Sind sie wohl gerade bei, habe ich gelesen. Momentan kann man sich wählen lassen, aber das ist momentan noch eher rudimentär, das mit dem Rechte-System, wie man das denn macht. Dann kann man Zonen als, wenn man gewählter Führer ist sozusagen, kann man da richtig Zonen festlegen, wo dann industrielle Produktion erlaubt ist und wo nicht und automatisch Steuern erheben lassen und sowas. Weil das Endziel ist ja, den Asteroiden zu zerstören und wenn man hier mit Geld rummacht und so, dann könnte man das Ziel aus den Augen verlieren. Also ingeben Geld. Und dafür gibt es dann so eine Steuern oder sowas Möglichkeit, dass der Staat denn, oder derjenige, der den das Sagen hat, öffentliche Gelder nutzt, um beispielsweise Straßen oder halt die Technologie zu bauen, um den Asteroiden zu zerstören. Und so mega groß ist die Welt jetzt auch nicht. Also wenn ich zum Beispiel zur Stadt hier 208 Meter habe, könnte ich auch in die komplett entgegengesetzte Richtung. Dann sind es ungefähr 400 oder 500 Meter und dann bin ich auch wieder da. Also so mega groß ist die Welt jetzt auch nicht.
Kann man hier mit M auch sehen. Dann muss ich nochmal zu und nochmal aufmachen. Dann kann man sich die Karte auch angucken. Das blaue ist von Tanja geclaimtes Land, das rote ist von mir geclaimtes Land. Da habe ich schon ein paar Dings hier gesetzt, ein paar Marker. Da werde ich dann Zwiebeln anpflanzen, oder habe ich Zwiebeln angepflanzt, da werde ich Bohnen anpflanzen. Und da habe ich Heidelbeeren gefunden in der Wildnis und auch werde ich auch noch weiter anpflanzen, damit denn, weil das ist das Biom, da wachsen sie am besten. Dann pflanze ich da neue. Ich grabe gerade hier und hier ist ja, wo wir angefangen haben, unsere erste Siedlung oder Stadt. Ja, wie gesagt, da kann man dann mal eben rüberschwimmen und dann ist man auf der anderen Seite der Insel. Also so weit ist das denn doch nicht alles. Hatte erst gedacht, die ist größer, die Welt, aber ich denke, das reicht aus. Also ich kann bisher mich nicht beschweren, dass die zu klein ist oder so. Man watschelt schon eine ganze Zeit, bis man einmal rum ist. Ja, richtig. Manuel, da hast du völlig recht. Also momentan haben wir zum Beispiel auch noch nichts mit Gebührensystem eingestellt, weil wir noch gar kein Geld haben. Also es gibt zwar Geld irgendwie. Jeder Spieler hat irgendwie sein eigenes Geld, aber wir nutzen das momentan noch gar nicht, weil zu zweit oder zu dritt, wie du schreibst, da kann man noch halbwegs Hand in Hand arbeiten. Was, wenn man denn so einen Server hat, wo 30 Leute drauf spielen, wo du nicht jedem 100% vertrauen kannst, dass der nicht nur das Lager leer frisst und nichts macht und so, ne? Dann kann man da einen Preis für das Essen ansetzen und jeder sucht sich da was aus. Der Fischer zum Beispiel kriegt dann Geld für seine Fische, die er fängt. Und ja. Weißt, dann hast du nicht so, dass Leute dir das Lager leer futtern und trotzdem nichts machen für diese Stadt. Weil sonst geht es ja nicht, dass die dann Zugriff aufs Lager hätten oder so. Dann kannst du das wirklich so machen, dass jeden seine Aufgabe irgendwo bezahlt wird mit Geld und dadurch müssen sie sich denn, wenn sie jetzt zum Beispiel selber Schmied sind und mit Jagen eine Stammhut haben, dann kaufen sie sich halt was zu essen. Also der Koch, der kauft dann vom Jäger und der Jäger ja, kann ja selber dann auch meistens nicht richtig kochen. Also kauft er vom Koch dann das fertige Essen auch. Da muss man dann halt irgendwo eine Mitte finden oder eben es gibt einen zweiten Koch, der sagt, ich verkaufe das günstiger, wenn der erste Bucher macht und so, ne? Also, da gibt es Möglichkeiten und dann kannst du auch, wie gesagt, abstimmen lassen, dass dann derjenige, der denn der Chef sein soll oder so, dann kann man sich zur Wahl stellen und dann können die Leute dich wählen. Dass du dann entscheidest, in welche Richtung oder wie die Stadt weiterentwickelt wird. Mit dem Rechtesystem kann man alles so einstellen, dass dann beispielsweise nur Bürger auf bestimmte Sachen Zugriff haben. Oder du vergibst eine Rolle Einwohner. Bürger wird man erst, wenn man 24 Stunden Spielzeit hat. Also vieles kann man an Bürger knüpfen. Dass nicht jeder, der auf den Server kommt, gleich irgendwelchen Mist machen könnte. Hier so und so nicht, weil hier ein Passwort drauf ist auf dem Server. Hier kommt man nur rauf, wenn man mich kennt und das Passwort gekriegt hat. Aber es gibt doch Server, die sind frei zugänglich, ne? Und da müssen sie dann über Geld machen, weil nicht jedem kannst du vertrauen, ne? Also über Ingame-Geld.
Ja, völlig richtig. Und hätte ich auch nicht vor, wenn jetzt 2, 3, 4 Leute, die ich kenne, mit denen ich hier spiele. Da ist es dann auch nicht so wild, wenn jemand sich mal einloggt und einen Tag nichts macht, weißt du? Aber ich würde hier nur Leute drauflassen, die, von denen ich weiß, dass sie halt das nicht täglich machen. Also mir das Essen wegfressen und nichts machen. Vielleicht noch destruktiv tätig sind und so. Weil wir haben ja momentan alles so eingestellt, dass jeder alles darf. Ne? Also Tanja darf auf meine Lager und Sachen zugreifen und ich darf auf ihre Sachen zugreifen. Komplett. Raisin Boy, welcome. Also unter ein paar Leuten kriegt man das denn mit Vertrauen hin, ne? Und wenn man denn mehr Leute hat, dann muss man sich da vielleicht dort einfallen lassen, damit man so ein Regierungssystem benutzt. Was es ja alles gibt, ne? Also hier unten, wenn man sich diese Wirtschaftsansicht anguckt, könnte man auch gucken. Mr. Pintail, thanks for the 30 T-Fuel. Könnte man auch sehen, welche Gegenstände gerade gehandelt werden, ne? Und welche Aufträge irgendwie in Arbeit sind, öffentliche Herstellungsstationen, mit welcher Währung die betrieben werden. Hier benutzte Währung, wie viel im Umlauf ist. Hier unten ist dieses Regierungssystem. Citizenship in Kraft. Ich könnte ein Gesetz vorschlagen, aber weil wir momentan noch keinen Kandidaten haben, der sich zur Wahl stellt. Und da kann man dann so eine Bedingung knüpfen. Hier siehst du ja, you are Bürger, if dein Spielstand Stunden. Oh, time performed, days greater than, aktuelle Zeit, Tage, difference 5, greater than 2. Kann man richtig so mit Bedingungen einstellen, so eine Gesetze, ne? Dann darfst du wählen, sozusagen. Also, dann bist du Bürger. Und genauso könntest du machen, der kann zum Beispiel erst eine Schmelze bauen, wenn er auch erst Bürger ist oder sowas. Nicht jeder gleich auf den Server kommt und sagt, ich will Schmied werden, ich baue mir mal eine Schmelze, so ungefähr. Kostet ja alles Ressourcen und dadurch verschmutzt auch die Umwelt. Da ist ja schon wieder der Asteroid. Aber tagsüber sieht man den kaum. ...1400 von 2000. Gleich voll. Hallo, Claudio. Hier zum Beispiel, ich habe jetzt diese Profession Mining noch nicht wirklich, also ich habe den Beruf kaum, das heißt, ich verbrauche maximale Anzahl an Kalorien beim Zuschlagen und ich habe bei jedem Zuschlagen immer so ein Teil dabei, was ich nochmal kaputt hauen muss in 2. Und Tanja zum Beispiel hat das geskillt, das Mining, und wenn sie einmal, viermal zuhaut, glaube ich, dann geht das Tier kaputt und dann sind auch wirklich 4 Teile da. Und sie hatte nicht, ich glaube, 10 oder so was brauche ich beim Zuschlagen. Ne, 20 sieht man hier. 20 Kalorien. Das kann man denn alles verbessern. Genau, wenn ich zurück in der Basis bin, dann
kann mich ja Arnold noch mal dran erinnern, dann zeige ich ihm mal die Basis so ein bisschen. Wir spielen ja schon ein paar Tage. Da komme ich nicht mehr hoch, verdammt. Alles hat denn Konsequenzen, ne? Wenn man zu viel Industrie baut, dann geht die Umwelt kaputt und so. Oder die Tiere sterben, weil ihr natürlicher Lebensraum dann nicht mehr da ist. Muss man echt aufpassen. Too hungry to work und meine Spitzhacke ist auch kaputt, deswegen bin ich auch zu hungrig. Nee, ich werde dann jetzt zurück. Ich muss allerdings was essen, sonst kann ich den Wagen nicht ziehen. Deswegen habe ich extra zwei, dreimal Fleisch mitgenommen. Sonst bin ich zu schwach, den Wagen zu ziehen. Jupp, wenn du zum Beispiel alle Hasen hier tötest und so, ne, dann gibt's die nicht mehr. Also die spawnen dann einfach nicht mehr neu, wenn gar keinen gibt, ne. Da gibt es so eine Skriptberechnung, wenn du alle Wölfe tötest, dann spawnt doch kein neuer Wolf. Aber wenn du ein paar am Leben lässt, dann spawnen noch mal wieder ein paar neue, weil die sich dann vermehrt haben und so. Steht das schon wieder im Baum? Ich drehe hier durch. Ey, den habe ich doch gerade erst ausgegraben. Und mit Hirsche genauso, ne? Oder Bäume. Wenn du alle Bäume fällst, dann hast du halt nichts mehr, was irgendwie diese Pollution, also die Verschmutzung korrigiert. Du kannst ja ein bisschen verschmutzen die Umwelt. Musst doch Bäume haben, die das dann wieder ausgleichen. Das gibt für jeden Scheiß richtig Statistiken. Du glaubst gar nicht, wie umfangreich das geben ist. Warte mal, kann ich das jetzt hier so zeigen? Er sagt im Browser öffnen, okay. Warte mal, wir machen mal Bildschirmaufnahme. Schiebe ich das Browserfenster hier mal rüber. Kannst du denn hier auch die Welt im Browser dir angucken, wie die ist, und kann man sich die Daten hier irgendwie Meeresspiegel, Temperatur, Bodenverschmutzung, CO2-Rate durch Luftverschmutzung, CO2-Rate durch Tiere, also kann man auch wieder ausblenden in anderen Kram, ne? CO2-Rate durch Tiere, CO2-Rate durch Pflanzen. Pflanzen machen natürlich CO2 weg, ne? Ist ja Leben. Und je mehr Pflanzen es gibt, umso mehr machen die weg, ne? CO2 in der Atmosphäre, 325 ppm. Relativ stabil, wir sind noch gar nicht so schädlich für die Welt. Da könnte man dann Grundstücke, wann ich Grundstücke geclaimt habe, wann ich hier Münzen geprägt habe, wann ich Spezialisierung gelernt habe.
ernte Blätter, wann ich Blätter geerntet habe, wann ich Pflanzen pflanze, wann ich Ernten tue. Könnte man, wann ich Steuer bezahlt habe, gucken. Was mit den Menschen halt zu tun hat, alles. Ich weiß jetzt nicht, Bevölkerung. Ach so, das sind dann diese Hasenbevölkerung zum Beispiel. Die vermehren sich gar nicht so doll. Gibt bloß nur 140 Hasen. Und darauf sollte man ja vielleicht auch achten, dass man dann nicht alles umbringt, ne? Heidelbeere zum Beispiel. Wir haben dann festgestellt, dass die Heidelbeeren langsam aussterben, weil ich immer weniger Sträucher gefunden habe und dann habe ich welche gepflanzt. In dem Gebiet, wo sie gerne wachsen. Und das sieht man dann hier, dass ich welche gepflanzt habe, hinten. Geht wieder nach oben. Mais. Mais geht auch nach unten. Mit Mais müssen wir uns beschäftigen. Schildkröte, ja, wachsen langsam wieder. Ich hatte ein paar umgebracht. Ananas. Seeigel. Die Tuffel ist noch die Hälfte. Thunfisch wächst langsam wieder. Prärielilien, da ist das genauso. Da habe ich jetzt wieder welche angepflanzt, damit wir ein paar mehr kriegen. Bergziege, die habe ich eigentlich fast noch nie gejagt. Oder nicht erfolgreich gejagt. Trotzdem nimmt die Population ab. Frag mich nicht warum. Elche gibt es wohl genug. Es gibt nur noch 5 Truthähne auf der Welt, obwohl ich erst 3 oder 4 erlegt habe. Fahren, gegen Fahren. Ja, da kann man sich alles in Ruhe angucken, ne? Und Seetang ist runtergegangen. Ja, aber auf jeden Fall mega, mega krass komplex das Game. Ich habe noch nicht alles entdeckt, was man hier alles machen kann, ne? Da weiß ich jetzt nicht, was ich in dieser Ansicht machen muss. Wenn man neues Gesetz vorschlägt, dann kann man hier Beispieleaktion, wiederkehrende Aktion, Bedingungen machen. Zum Beispiel Steuern zahlen oder unclaim all property, dass man sagt, für Spieler zum Beispiel, dass die dann zwar was claimen können, aber dass das dann wieder Allgemeinbesitz wird nach einer gewissen Zeit und. Habe ich mich noch gar nicht großartig mit beschäftigt.
Jetzt habe ich das verknüpft, aber jetzt will er trotzdem nicht haben. Ich probiere mal nochmal außer der Reichweite zu gehen. Bäh. Ob die Hirsche alle zu mir kommen. Gibt's denn sowas? Die Kanickel genau, die kommen zu mir und fressen. Sollte es eigentlich zugelassen sein. Ist ja, die Kanickel kommen hierher und fressen an meinen frisch gepflanzten Sachen rum. Drecksviecher. Dann wundern sie sich, dass sie aussterben. Nicht immer noch drinne. Nicht denn verknüpft du mal die Karre mit dem. Ich repariere in der Zeit mal meine Steinaxt hier. Meine Sense und Schippe. Brauchen wir Holz für. Düdü. First time met you, I hope you stay in town. Pretty hair, pretty eyes, wish you were by my side. You are the best any girl could ever wanna be. Always nice, always kind, in the back of your own mind. Is it wrong, is it right to think I could reach so high? You're the moon in the sky, maybe I'll. Maybe I'll run, 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 run. Ich kann's dir nicht sagen, bei mir war der Haken. Aber nur ist sie leer, okay. Ganz komisch. Ist vielleicht noch irgendwie ein Fehler oder so. Muss erstmal die Viecher wieder auf den Grill schmeißen. In my dreams, and in my dreams, you're mine. Einmal Kanickel. Und wo ist das Wapiti? Da. Ach, Moment. Ich habe noch Pflanzenfaser in der Tasche. Two worlds apart. How can I get to know you, babe? Why is this space so far? One soul, two hearts. Though yours seems many miles apart, but baby, you've got mine. Baby, I'll run, 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 run.
3,7 Kohlenhydrate und 3,7 Vitamine. Das kann sein, dass du den Haken machen musst, weil dein Tisch ist. Kann sein, ja. Doch irgendwas, was ziemlich ausgeglichen war. Wenn man das isst. Was waren das? Carbs, Vitamine und Protein. Weizenbrei. Okay. Nehmen wir noch 3 Fleisch mit. Und ich denke mal, eine Sache, die dagegen spricht, dass man das endlos spielt, sind halt die begrenzten Ressourcen. Du hast ja irgendwann kein Eisen mehr oder kein... Keine Ahnung. Bäume kann man neu pflanzen, aber Eisen kann man nicht neu gewinnen. Oder Gold. Irgendwann sind die Ressourcen aufgebraucht, ne? Was spricht denn dagegen, dass man das endlos spielen könnte, theoretisch? Geht denn nur so lange gut, wie du
Ressourcen hast. Ich meine, da gibt bestimmt Spiele, die das denn so im Konzept haben, dass das denn nachspawnt oder so, ne? Aber ich glaube, das wird hier nicht passieren. Der Sandstein hier, wenn der aufgebraucht ist, dann ist finito mit Sandstein, ne? Zumindest hier. Also dann müsste man sich einen neuen Spot suchen, wo man Sandstein hat. Oder man plant den um und macht mit Kalkstein oder irgendwas anderes, ne? Da bist ja noch ein bisschen flexibel, mit welchen Ziegeln du bauen tust. Du kannst ja Sandsteinziegel nehmen oder Kalksteinziegel. Ach, das ist Eisen. Hm. Okay. Ja, so eine komische Musik. Congrats. Es ist doch immer gut, eine Schippe beizuhaben, wenn man so einen versteckten hat, wo man jetzt nicht gleich rankommt, dann kann man sich den auch freischippen. Ach, jetzt kriege ich die Schippe nicht in der Hand genommen, weil ich gerade Steine in der Hand habe. Hm. Also irgendwo anders dran rumhacken. Nein. Acht. Mit meinem Argument jetzt weiterspielen unendlich war jetzt auch bloß darauf bezogen, wenn man sagt, hey, man hat so ein schönes Dorf gebaut und so und ja, theoretisch geht das alles, aber irgendwann kommst du an die Grenze, dass du sagst, ich habe kein Metall mehr, zum Beispiel. Und Sachen gehen kaputt. Das heißt, wenn du eine Metallspitzhacke hast, dann geht die kaputt und braucht Metall zum Heilmachen.
Irgendwann kannst du nicht mehr heil machen. Weil das Metall einfach fehlt. Spätestens dann musst du wieder auf Holz umsteigen. Oder Stein. Bei Stein hast du ja hier in Massen rumliegen. Da könnte man echt eine Weile mit leben. Wenn man sagt... Genau, da geht es dann wieder zurück in die Steinzeit. Irgendwann hast du wahrscheinlich auch alles Öl gefördert, was hier förderbar ist. Und so, und dann müssen die Leute wieder auf ihre automatischen Traktoren und so was alles verzichten. Dann können nur noch mit Handkarren durch die Gegend laufen. Oder deine Population an Spielern wird einfach so groß, dass du mit Nahrung wie zu viele Tiere jagst und so, ne? Das würde auch passieren. Also muss man sich denn schon frühzeitig Gedanken machen wegen Anbau von Nahrung, ne? Dass man die möglichst selber vernünftig anbaut. Und das ist auch irgendwie eine Kunst für sich. Bei mir verreckt immer alles. Also ein Großteil meiner Anpflanzungen überlebt das nicht. Wahrscheinlich, weil es aus dem falschen Biom ist und so. Also zum Beispiel ein Kaktus, den brauchst du nicht im normalen Gebiet einpflanzen, da wächst der nicht, da ist es ihm zu feucht und so, ne? Hat ja auch alles Einfluss. Also bin ich jetzt schon dazu übergegangen, dass ich Sachen da pflanze, wo sie original wachsen. Also wo ich die Heidelbeeren gefunden habe, da habe ich ein paar neue Heidelbeeren daneben gepflanzt. Da müssten die eigentlich wachsen, denn. Ja, wenn du das rechtzeitig erkennst, sage ich mal so, ne? Weil wenn du das nicht rechtzeitig erkennst, dann... Kann es zum Beispiel schon sein, dass zum Beispiel Mais oder so, wenn Mais ausgestorben ist, dann kannst du keinen neuen mehr pflanzen. Dann kannst du nur noch was anderes denn machen. Deswegen habe ich mir jetzt auch schon so ein bisschen wie so eine Samenbank aufgebaut, dass ich dann Sachen auch nochmal theoretisch hinpflanzen könnte, auch wenn sie in der Natur gar nicht mehr gibt. Mit den Mais müsste man das vielleicht mal machen. Hat man den Mais denn wirklich versucht, künstlich wieder zu vermehren, weil der, hast ja gesehen, die Kurve bei Mais, die sah gar nicht so gut aus. Da gibt es bloß noch 20 Pflanzen auf der ganzen Welt hier. Wenn man da nicht aufpasst und die einfach so wegmeinert, also wegpflückt beim Vorbeigehen, ja, dann kann das irgendwann das gewesen sein. Mit Mais. Das Problem hatte ich halt mit den Heidelbeeren. Ich habe gesehen, die sind massiv zurückgegangen. Deswegen habe ich mitten im Wald, wo sie da wachsen, dieses normale Büschelgras und alles erstmal weggesenzt und Platz gemacht und da neue gepflanzt. Neue Beerensträucher, Heidelbeeren. Da müsste es dann mit dem Teufel zugehen, wenn die da nicht wachsen, weil die Originalbeerensträucher, die wachsen ja schon da. Und mit den ollen Zwiebeln habe ich es genauso gemacht, da habe ich auch ein paar gepflanzt und mit den Eicheln werde ich das noch, oder Bohnen, nicht die Eicheln, mit Bohnen werde ich das noch machen. Weil ich glaube, Bohnen sind genauso von der, vom Aussterben betroffen. Die pflanzt man dann einfach dahin, wo man die anderen geerntet hat, ne? Da müssen sie ja dann wachsen. Rein theoretisch.
Ich habe auch mal gegoogelt. Man kann nichts mehr verlernen. Das ist seit dem Update 0.8 deaktiviert oder rausgenommen worden, dass man Sachen verlernen kann. Ich kann es zwar beim Server noch einstellen, wie viel man zurückkriegt, aber ist vom Spiel nicht mehr vorgesehen, dass man Sachen verlernen kann. Also brauche ich nicht weiter nachsuchen. Ist da hier nicht gerade was runtergefallen? Oder bin ich so blind? Da haben sie irgendwie geschrieben, also wir sind bei 0.8.3 und bei 0.8 haben sie das schon rausgenommen gehabt. Das ist auch alles komplett. Eisen. Verdammt. Man kann nämlich nicht zwei verschiedene Steinsorten oder Erz und Stein in der Hand nehmen. Ich muss jetzt nämlich Eisen denn abbauen, weil ich gerade auch Eisen aufgesammelt habe. Kann ich Sandstein und Eisen gleichzeitig tragen, deswegen muss man dann auch ein bisschen aufpassen, was man macht. Da oben ist noch Eisen. Ah, die Axt ist auch gleich wieder kaputt. Wo haben wir erstmal ein Lager gebaut? Wie gesagt, hat nützt jetzt auch wenig, weil meine Axt ist kaputt. Ich werde mir noch eine zweite Steinaxt kaufen für die nächste, oder bauen für die nächste Runde denn. Stein haben wir ja genug und Holz auch. Und Essen kann man mitnehmen, so wie man hier rechts sieht. Falls ich jetzt noch zu hungrig wäre, könnte ich noch was nachessen. Mal kurz, sieht man hier 43 FPS, nicht zu wenig. Das stimmt doch gar nicht. Hat sich kaum ausgewirkt. Verdammt.
Schön. Gut. Gehen wir auf gut. Schattenqualität. Geht das noch? Bringt noch ein paar FPS. Kartendetails. Sich kaum ausgewirkt. Machen wir die Schatten einfach aus, ne? Machen wir da mal wieder die Monitorauflösung anbietet. Fühlt sich doch schon ein bisschen flüssiger alles an. Das ist schon merkwürdig, ne? Meine GPU ist nämlich 52% ausgelastet. Er müsste eigentlich viel mehr FPS schaffen. Aber ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, wie gut das Spiel optimiert ist, weil es noch in der Entwicklung ist, haben sie es noch nicht so gut optimiert. Dass es mehr von der Grafikkarte nutzt, bei 50% ist nicht viel. Vielleicht auch mit der Sichtweite zu tun und so was alles. Aber wie gesagt, sollte eigentlich mehr von der Grafikkarte nutzen, denn kann auch mehr FPS darstellen, wenn er bis 100% Auslastung hochgeht. Nope, macht er nicht. Ich ziehe das manuell hier rüber. Ja, jetzt macht er was. Mit dem Eisen weiß ich jetzt aber nicht, wo ich das hin tun soll. Das will es ja schmelzen, ne? Ich würde vorschlagen, er zieht in die Eisentruhe. Zumindest habe ich Zugriff von hier aus drauf. Den nimmt er gar nicht. Kann ich nicht in eine Truhe ziehen. Oder? Nee, kann ich nicht in eine Truhe ziehen. Hm. Meine, ist ja klar, ist ein Produktionswerkstoff, ne? Der hat in der Truhe nichts zu suchen. Schluckt bestimmt doch Performance.
Okay. Ganz komisch, 50% Auslastung. Das merkt er gar nicht, dass ich hier dran gestellt habe. Merkt er auch kaum, dass ich hier was gestellt habe. Ganz komisch, ganz komisch. Und jetzt auch kein CPU-Kern irgendwie voll ausgelastet. CPU 0 ist zwar bei 95%, aber nicht bei 100 halt, ne? Aber ich habe eine Idee. Was macht denn der 0 bis 23? Wenn wir Eco und Core 0 verbieten, CPU 0 und CPU 1 verbooten, dann geht er auf CPU 2 und 3. Okay. Bei Eco ist der Prozess, der am meisten CPU frisst zurzeit. Können wir Bildschirmaufnahme anmachen? So schlimm ist das alles gar nicht. Prozent insgesamte Prozessorauslastung, 42% Speicherlast. Keine Ahnung, ich meine, jetzt hängt er auch wieder bei 60 FPS. Vielleicht hat das Spiel auch einen eingebauten Leistungsfresser oder so. Hat der nach einer Zeit langsamer wird oder so. Das kann alles sein. Ach so, meine Spitzhacke noch reparieren.
Aber mal los, Tigern, die Bohnen pflanzen. Können die bis morgen schon mal wachsen? Was ist denn hier los? Bleib gleich liegen, Reh. Hängen wir noch ein Reh hinten dran. Das sieht ja gleich ganz anders unter Wasser aus. Verschwommenheit ist komplett weg. Kann ich einen Thunfisch mit bloßen Händen fangen? Nee. Füchse habe ich auch schon lange nicht gesehen. Heo, Mekabo.
Willkommen. I'm good. How are you? Meter diese Richtung. Hier wachsen Bohnen. 10 Bohnen geerntet. Schaffen wir ein bisschen Platz.
bisschen die Wildnis zurückdrängen hier. Erik, hallo, willkommen. Oh, ich pflanze hier auch noch ein paar Bohnen hin. Und dann ist das hier das Last Bohnen Refugee. Eigentlich ist der Abstand zu klein, aber ja gut. Wie haben wir denn noch 18 Stück? Jetzt überlege ich, ob ich hier noch eine Reihe pflanze. Oder da.
Machen wir, je mehr wir angebaut haben, umso größer ist die Chance, dass ein paar davon überleben. Kann ich das nächste Mal auch gleich Holz mitnehmen? So. Da ist die Stadt, also müssten wir in die Richtung, gegensetzte Richtung. So, Boote wären echt nicht schlecht. Wenn man zum Boot fahren könnte. Also man kann ja jetzt schlecht quer über den Ozean eine Straße bauen. Geht zwar auch, ja, aber kostet ja Unmengen an Ressourcen. Lieber mit dem Boot fahren, wo man dann noch ein paar Lagerslots hat oder so. Das wäre schon was. Noch haben wir ein bisschen Essen im Magen, dann können wir noch schnell schwimmen oder laufen. Kaspar, willkommen. Das ging ja fix.
Hey, wake up. Krippi-jippi. Willkommen. Das ist der 198. ne? Los, Reffel. Sorry, man, I don't give the coin boss away for nothing. You can guess a number. Two active people can win something. Er wollte wohl keinen Coinwurf haben, sonst hätte er mitgeraten, ne? Aber war mir schon klar, das ist dann so einer, der schreibt in jeden Chat so was rein und ist dann gleich wieder raus. So haben es Leute gekriegt, die es verdienen. Nicht wahr? So. Was habe ich denn noch alles in den Taschen? Oh, ein Haufen. Und den. Wie heißt das Zeug gleich? Pflanzenfasern. Aber ist halt so, ne? Teilweise ist der Stream auch ein bisschen dran schuld. Wenn er zum Beispiel sowas macht wie ich jetzt, denn so hier zum Beispiel, dass man No und Yes einfach umdreht. Und ich persönlich würde jetzt zum Beispiel 100 Coins setzen, um 500 gewinnen zu können, weil 500 gegen 500 tauschen ist Quatsch, ne? Aber ich gebe die Sachen dann lieber durch so eine Ratespiele raus, anstatt ich das jetzt hier in so einer Raffle starte. So weiß ich, dass die Leute dann wenigstens da sind. So. Können noch was malen. Moment. Wir machen erstmal Skip-Song. Das ist ja komische Musik. So. Das kommt auch noch da rein. Und das kommt auch noch da rein. Das auch. So. Dann gehen wir nämlich zur Mühle, oder? Zur Mühle? Ja, zur Mühle. Kann er bloß einmal malen, Bohnenpaste? Und kann ich gar nicht, weil ich malen zwei brauche. Okay.
Können wir mal das denn anschmeißen? Nochmal Öl herstellen. So, wir haben 12. Moment. Ja. Wir haben 12 Bäume, Pflanzen oder Baumsamen. Können wir da auch schon wieder tätig werden? Neue Bäume pflanzen. Dann machen wir das immer so ein bisschen versetzt. Machen wir hier noch rein. Dass die auch Platz haben, sich auszubreiten. Und hier geht das dann schlecht. Keine Ahnung. Hier vielleicht noch ihn. Da hinten vielleicht noch ein. Das ist zu dicht. Dann hauen wir hier noch einen rein. Wo kann ich hier umdrehen? Wieso vielleicht? Nehme ich meinen Wagen ein bisschen aus dem Weg. Weil ich muss morgen relativ früh wieder raus. Ich denke dann schon darüber nach, für heute Schluss zu machen. Wir machen noch so ein Chatspiel. Magen ist voll. Congrats, congrats. Was gebe ich dir? So eine Brave Crate. Quick, quick, everyone get in the prediction, if you like. Muss noch aufbleiben. Ja. Ich denke mal, morgen habe ich vielleicht mehr Zeit. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich würde jetzt Feierabend machen, noch ein Stündchen vielleicht Stream gucken, in der Badewanne gehen und dann, weil ich morgen relativ früh wieder raus muss. Ja. Hast nicht falsch verstanden, Arnold. Im Normalfall würde ich jetzt gucken, wen ich hoste, aber bei 3 Zuschauern, glaube ich, bringt das nicht so viel. Ich mache jetzt noch die Prediction bei Theta hier. Eins wäre yes.
Motoreffel. 500 Coins, Kaspar. Congrats. Jo. Dir danke, dass du so kräftig mithilfst, Tanja. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Danke für die Follows und Donations. Thanks for watching. I'll be here tomorrow. Arrivederci, bye bye, auf Wiedersehen. Und tschüss.